Schönen Montagnachmittag, herzlich willkommen zurück hier bei uns auf OE24TV. Auch in der nächsten halben Stunde beschäftigen wir uns mit den Ereignissen von Samstagabend. Im niederösterreichischen Gerersdorf ist es zu einer grausamen Bluttat gekommen. Ein 43-jähriger russischstämmiger Mann wird von einem Tschetschenen durch mehrere Schüsse getötet. Diese befinden sich dann nach auf der Flucht und können dann in Linz aufgefasst werden. Ja, und es soll sich um einen Auftragmord handeln. Dieser Mann, das Mordopfer, scheint ein Regimekritiker gewesen zu sein. Michael Stumpf ist jetzt bei uns, Landesparteisekretär der FPÖ, und Sie fordern jetzt Maßnahmen nach diesem Fall. Ja, ganz genau. Und danke für die Einladung. Es ist ja leider Gottes eine überwältigend negative Entwicklung, die wir nahezu im Wochentakt erleben. Wir haben jetzt vor einiger Zeit in Favoriten Straßenschlachten gesehen, wo Polizisten verletzt worden sind, wo auch Sachbeschädigung im hohen Stil stattgefunden hat. Und jetzt der traurige Höhepunkt, eine Hinrichtung am helllichten Tag in Wien-Umgebung von einem amtsbekannten Tschetschenen, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, wie kann es sein, dass jemand, der amtsbekannt ist, also mehrfach vorbestraft, auch frei herumlaufen kann. Und das sind natürlich Entwicklungen, die in Wien auch bei der Bevölkerung für Besorgnis sorgt. Und dann braucht es eine Aktion scharf. Wir müssen uns diese Unruhepole in Wien herausfischen und sie schnellstmöglich, wenn sie nicht über die österreichische Staatsbürgerschaft verfügen, außer Landes bringen. Was für Maßnahmen fordern Sie konkret? Es braucht, glaube ich, eine Soko scharf. Ja, aber mehr dazu morgen. Die FPÖ hat dazu ein Programm, ein Sicherheitsprogramm vorbereitet, das jetzt aufgrund der aktuellen Thematik mehr denn je Gültigkeit hat und Priorität genießt. Aber was wir endlich auch zur Sprache bringen sollten, neben all diesen Gewaltphänomenen, die wir in Wien erleben, ist, dass wir jene Menschen, wie es gut die rot-grüne Stadtregierung jene Menschen nach Wien und nach Österreich gelockt hat und auf einem Silbertablett ihnen alles angeboten hat, von Lebensunterhalt, den sie von der Mindestsicherung bestreiten können, bis zur E-Card, bis zu einer günstigen, leistbaren Gemeindewohnung. Und das alles gäbe es nicht, wenn man diesen Herrschaften diese Benefits aberkennen würde, weil dann würden sie wahrscheinlich nach Hause fahren. Jetzt haben wir die Auseinandersetzungen zwischen den Kurden und Türken auch erwähnt. Und das ist jetzt ein Einzelfall möglicherweise aus der tschetschenischen Community. Was wissen Sie über die tschetschenische Community? Inwiefern treiben Sie auch Ihr Unheil in der Bundeshauptstadt? Na, eines nur zu den Türken- und Kurdenkonflikten. Das sind ja ethnische Konflikte, die nach Wien gebracht worden sind. Das sind Konflikte, mit denen die Wienerinnen und Wiener nichts am Hut haben. Und ich sage, wer als Türke oder Kurde auf die Straße geht, um nicht um friedlich zu demonstrieren, sondern um sich Straßenschlachten da abzuliefern, der ist vielleicht Türke oder Kurde, aber sicherlich kein Österreicher. Und nun zur Frage der tschetschenischen Community. Ja, es sind vor allem, wenn man sich die Gewaltstatistiken anschaut und wenn man sich die Kriminalitätsstatistik anschaut, jene Community, die besonders negativ auffällt. Und da muss man besonderes Augenmerk auch darauf legen. Und man muss auch sagen, unter einem Innenminister Kickl, der Ausreisezentren statt Einreisezentren installiert hat, hätte es diese gewalttätigen Auseinandersetzungen und auch diese Hinrichtungen und auch diese Kriminalitätswelle in dieser Form nicht gegeben. Oder zumindest wesentlich geringer, als es jetzt der Fall ist. Denn was wir von der Bundesregierung erleben, sind Ankündigungen und leere Worte. Was wir von der Stadtregierung erleben, sind Staatsbürgerschaften, die einem nachgeschmissen werden. Ja, und was die Wienerinnen und Wiener wissen, ist, dass es die Freiheitlichen braucht, um da korrigierend einzugreifen. Wir haben vorhin einen tschetschenischen Exilpolitiker zu Gast gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie das Interview gesehen haben. Er hat gemeint, dieses Mordopfer hat in einem Video vor seinem Tod gesagt, falls ihm etwas passieren sollte, das Innenministerium, das österreichische Innenministerium ist schuld. Können Sie sich diese Aussage irgendwie erklären? Also ich habe dieses Interview nicht gesehen, aber es war sicher nicht das österreichische Innenministerium, das dieses Opfer am helllichten Tag hingerichtet hat. Ja. Und die Probleme sind woanders zu suchen als bei den österreichischen Behörden. Die österreichischen Behörden sind bis daher eingedeckt mit solchen Fällen und leisten Tag für Tag hervorragende Arbeit, obwohl sie personell unterbesetzt sind und obwohl es von Seiten der Politik und von den Regierenden auch da an Rückendeckung fehlt, dass wir unsere Behörden stärken und dass wir eine Nulltoleranzpolitik endlich auch sicherstellen. Wo wir sagen, solche Gewalttäter haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Und auch wenn sie sich vielleicht hinter einer österreichischen Staatsbürgerschaft verstecken, dann müssen wir als Politiker denen das Leben hier in Österreich so schwer machen, dass sie kein Interesse mehr haben, in unserem Land zu bleiben. Weil wir wollen solche Leute hier in unserer Gesellschaft nicht haben. Und da spreche ich auch für die
Dutzenden und Hunderten Familien, die sich auch in Favoriten in Wien da verschanzt haben, weil sie dort straßenkriegsähnliche Zustände gesehen haben, vor denen sie sich natürlich gefürchtet haben. Und wir wollen ihnen sagen, wir sind für euch da und wir lassen euch sicher nicht im Stich. Inwiefern wollen Sie denn vielleicht auch für die Sicherheit in der Bundeshauptstadt garantieren? Denken Sie da möglicherweise wieder an die Aufrüstung der Exekutive oder sollen das andere Maßnahmen sein, nicht in personeller Form? Natürlich braucht es eine Ausrüstung der Exekutive, aber die Exekutive braucht auch die Möglichkeit, diesem Problem Herr zu werden. Ja? Mhm. Das ist ja ganz wichtig und das ist das, was ich derzeit vermisse. Ja? Wenn die Exekutive einschreitet, dann gibt es entweder die Polizeiführung oder die politisch Motivierte, ja? die ihnen entsprechend auch diese Handhabe nehmen oder die Politik, die dann mit den Polizeibeamten hart ins Gericht gehen. Und dann haben wir natürlich eine Kuscheljustiz, die diesen Gewalttätern auch sozusagen einen Freibrief ausstellt. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr kommt sowieso ohne Konsequenz davon. Und ich brauche endlich, und wir alle brauchen endlich, ein Bekenntnis von den Regierenden, dass Multikulti gescheitert ist. Wir sehen, wohin Multikulti geführt hat und stattdessen erleben wir jetzt Multitumulti. Ja, das ist letzten Endes natürlich auch die Handschrift von der rot-grünen Stadtregierung. Und deshalb wäre es so wichtig, dass die Wienerinnen und Wiener am 11. Oktober die richtige Wahl treffen. Jetzt sind es Entwicklungen, die natürlich besorgniserregend sind, gleichzeitig aber möglicherweise dem Konzept und dem Vorhaben der FPÖ in die Karten spielen könnte, um Wähler zu generieren für die Wienwahl 2020. Sehen Sie das ähnlich? Glauben Sie mir, mir wäre es lieber, wir hätten solche Fälle nicht in unserer Stadt und in unserer schönen Heimat. Dann nehme ich das gerne in Kauf, dass die FPÖ ein paar Prozentpunkte vielleicht weniger bekommt. Die FPÖ will Garant sein und ist Garant für Sicherheit in unserer Heimat, für soziale Gerechtigkeit auch und dass die Österreicher wieder zuerst kommen und die Wiener zuerst. Ja, und dass solche Konflikte hier keinen Raum finden. Wenn Sie glauben, dass wir applaudieren und uns freuen, wenn jemand am helllichten Tage erschossen wird oder Polizeibeamte verletzt werden, Sachbeschädigung stattfindet, muss ich Sie enttäuschen. So sind wir nicht und das ist sicherlich nicht der Fall. Was für einen FPÖ-Wahlkampf werden wir erleben? Einen sehr direkten, pointierten und einen, der wieder auf die Bedürfnisse der Wienerinnen und Wiener Rücksicht nimmt. Und das wissen die Wienerinnen und Wiener, dass sie sich auf uns da verlassen können, dass wir ihr Sprachrohr sind, wo andere schweigen oder wegschauen und schönreden. Und wir werden natürlich auch diese Verfehlungen der rot-grünen Stadtregierungspolitik aufzeigen und auch den Sebastian Kurz mit seinem selbstverpassten türkisen Lack schön ordentlich abwaschen, damit die Wienerinnen und Wiener sehen, dass dahinter die alte ÖVP steckt, die schwarze, kohlrabenschwarze, die in diesem Land nichts verändern will, sondern nur verwalten will und mit PR-Schmiss punktet. Jetzt wird es zwangläufig Überschneidungen geben mit dem Team HC Strache in gewissen Themengebieten. Inwiefern wollen Sie sich auch von ihm absetzen, um quasi die FPÖ ins Rampenlicht zu rücken? Naja, es ist interessant, wenn wir etwas sagen, dann kommt zeitversetzt 24 bis 48 Stunden später eine Pressemeldung oder eine Äußerung vom Team HC Strache dazu. Also falls jemand die FPÖ-Aussendung verpasst, dann kann man zwei Tage später beim Team HC nachlesen, was wir geschrieben haben, weil er kopiert uns. Ja? Das heißt, unsere Themen. Weil er sagen würde, er ist das Original. Vermute ich mal. Das ist seine Meinung. Ja? Die FPÖ ist natürlich das Original und die FPÖ ist immer noch die FPÖ, wie wir sie in Wien kennen und viele auch schätzen. Wie groß wäre die Schmach, wenn das Team HC Strache vor der FPÖ landen würde? Oder sind Sie so siegessicher, was dieses interne Duell betrifft, dass man gar nicht erst zum Spekulieren beginnen muss? Der Wahlkampf läuft erst an. Ja, und das wird ein sehr heißer und intensiver Wahlkampf. Und am 11. Oktober werden wir sehen. Für Spekulationen bin ich nicht zu haben. Aber eins weiß ich sicher, dass die FPÖ mit ihren 31 Abgeordneten Wien, mit den hunderten Bezirksräten wienweit, mit den tausenden ehrenamtlichen Funktionären laufen wird, um wieder jenes Vertrauen von den Wienerinnen und Wienern zurückzugewinnen, die ein Herr Strache verspielt hat. Wann könnten wir von der detaillierten Verschriftlichung quasi Ihrer Soko-Scharf-Aktion ausgehen? Wann? Innerhalb der nächsten Tage. Was sind Ihre Ziele in Prozent ausgedrückt bei der Wienwahl?
so stark wie möglich werden. Und das möchte ich mich nicht auf Zahlen festnageln lassen. Aber wichtig ist, dass man weiß, je stärker die FPÖ ist, desto besser für unsere Stadt und desto besser für dieses kommunalpolitische Klima. Weil was die FPÖ bewiesen hat, ist, die FPÖ kann Stachel im Fleisch der Mächtigen sein. Und die FPÖ kann Kontrolle ausüben. Und Wien und die rot-grüne Stadtregierung braucht Kontrolle. Und das schafft nur die FPÖ. Und das haben wir bewiesen mit den Untersuchungskommissionen, die wir initiiert und erfolgreich über die Bühne gebracht haben. Das haben wir mit unzähligen Anträgen auch bewiesen. Mit unserer Stärke konnten wir den Stadtrechnungshof zum Beispiel anrufen. Und wir konnten viel für die Wienerinnen und Wiener im positiven Sinne verändern. Ja, darüber sollte man auch ein Wörtchen verlieren. Sie haben jetzt einige Worte dazu verloren. Wir sagen Michael Stumpf, vielen Dank fürs Kommen. Danke fürs Kommen.